Okay, was haben wir hier? Gibt es hier irgendwelche Items? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Alles ist gern gesehen. Ich guck mich lieber erstmal um, bevor ich an das Offensichtliche rangehe, aber anscheinend gibt es nur das hier. Sonnenblume. Was war das jetzt? Alter, what the fuck? Ja, dem geht's bestimmt nicht ganz so geil. Alter, nee, ey. Gibt's hier noch irgendwas? Was mir einen Hinweis darauf gibt, was ich zu tun habe. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das richtig war, was ich da gedrückt habe. Wieder das gleiche, wieder das Szenario, wieder der. Was soll ich denn da drücken? Gibt's hier irgendwelche Hinweise dafür? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Ist die da? Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenen Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort? Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen. Denn er hat uns in unserer Vertrautheit übel genommen. Das ist... Denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd. Laura ist nicht tot. Okay, anscheinend versucht man hier... Ich glaube, ich hatte eben pures Glück. Weil ich jetzt echt nicht... Welcher Knopf ich drücken muss. Zurück. Verlassen. Ich guck mir die Zahnräder mal an. Wir nehmen das Schräge. Das schräge Symbol. Drei, achso, ob es drei oder vier sind. Es sind drei. Ja, es sind drei. Oh Gott. Da hatten wir bei dem anderen richtig Glück gerade. Oh mein Gott. Ja, jetzt können wir die Tür auf, wie es aussieht. Alter, scheiße, ey. Geht denn hier nur ab? Jetzt das nächste. Das Gehirn mit bestimmt irgendwas mit sechs Nadeln oder sowas. Wette ich drum. Gucken wir mal rein. Wer uns hier erwartet. Und Tor Nummer 3. Gel. Oh, ein Tonband. Das holen wir uns gleich als erstes an noch. Nachdem ich alles durchsucht habe. Ist hier noch irgendwas? Kann man hier das öffnen? Nein, kann man nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Okay, dann hören wir uns das Tonband einfach mal an. Attacke. Ja. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome. Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Okay, der hat irgendwelche kranke Experimente mit den Leuten gemacht, aber das wussten wir ja schon vorher. Gucken wir mal. Ach, ob's eine oder... Achso, eins ohne oder mit Dings ist. Mit oder ohne Schwanz oder sowas, wie du es nennen möchtest. Ich weiß es gerade nicht. Da unten ist es. Mit. Sehr gut. Ja, mit. Hier, das brauchen wir. Und... Jawoll! Heieiei, das mit dem Boden, mit den, dass hier auch, dass die Dinger rauskommen könnten, ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ja, wir wissen, dass wir jetzt raus können. Und nu? Können wir hier irgendwas machen? Alter, Alter! Ja. Hat, herein? Hat doch wer geklopft? Hallo? Au, geil, Gel. Haben wir noch irgendwas? Können wir hier was irgendwas öffnen? Anscheinend nicht. Aber das Gel lächelt mich schon von weitem an. Haben wir noch irgendwas? Medizin, Spritzen, Erste-Hilfe-Kisten, irgendwas? Okay, da liegt wer in der Wanne. Ist es nicht unser Kollege? Oh, ja, ist er anscheinend. Joseph. Joseph. Alter, was? Hat er so eine Spritze im Nacken gehabt eben? Alter, an was ist denn der angeschlossen gewesen? Verdammt. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin.
aber definitiv nicht okay. Das glaube ich aber auch. Du hast mich hergebracht. Was? Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Scheiße, nein, ey. Nicht, dass er jetzt auch so ein Vieh wird. Ja, ich... Joseph. Verdammt. Allem Anschein nach müssen wir ihm jetzt irgendwie raushelfen hier. Partner heilen. Verbrauch keine Gesundheitsgegenstände. Partner heilen. Schon viel besser. Jo, kein Ding. Ja? Schon viel besser, aber hustet sich trotzdem noch die Seele aus dem Leib. Oh ja, Windows 38. Fenster 75. Ja, Kumpel, wie sieht's aus? Wollen wir weiter? Bist du wieder auf dem Dampfer? Komm mit uns mit. Wir werden euch in Sicherheit bringen. Wir müssen hier raus. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Kommst du? Alter, wie lange willst du noch stehen bleiben, Junge? Ah, das ist doch mal die Sprache, die ich auch spreche. Raus hier. Oh, geil. Unser Partner, Alter, der ist natürlich sehr stürmisch. Soll mich aber nicht weiter stören. Lassen wir mal ein bisschen Licht hier an. Können wir hier rein? Falls ja, was gibt's hier? Und was ist das? Gibt's hier irgendwas abzustauben? Ich bin für jeden Gegenstand, den ihr mir da lasst, sehr verbunden. Jawohl. Zum Beispiel nichts. Ihr Penner. Aber ist ja schon, komm, mit einem davon ist ein Gegner drin. Oh, geil. Geil. Freue ich mich immer drüber. Ohne Fjanef. Jawohl. In einem davon ist 100 Pro ein Gegner. Zwar in dem, in einem der äußeren. Ich hab keine Ahnung. Ach, weißt du was? Scheiß drauf, wir machen das jetzt. Tut mir leid, ich könnte mir fast nämlich denken, dass du aufstehen wirst. Ich möchte nicht mein frisch verdientes Geld oder meine frisch verdiente Munition an dir verschwenden. Solltest du doch, verstehst du doch bestimmt, ne? Du bist doch da genauso kulant. So, sehr schön. Der Typ hat uns so viel auf uns gewartet. Wollen wir uns das hier nicht anzünden? Gehen wir weiter. Operationsseele. Ist erstaunlich. Das ist im Krankenhaus, sehen doch nicht alle Seele, oh Gott. Genauso aus hier. Licht ausmachen. Alter, wieso schleichst du nicht? Schwester. Na komm. Sehr gut. Ja, in dem können wir uns hier 100 pro vorbeischleichen. Bin mir ziemlich sicher, dass sie uns aufstehen. Ja. Wir haben ja gelesen, dass man sich an die Gegner vorbeischleichen kann, deswegen liegen wir auch über die Scherben. Genauso wie die Munition da drüben. Es wird sich nicht lohnen, die zu holen, weil sobald wir die aufschlagen, werden die Viecher hier 100 pro lebendig und greifen uns an. Und das können wir uns einfach auch sparen, indem wir dran vorbeischleichen. Weil die Munition, die es da gab, hat bestimmt nicht den gleichen Wert wie die Schuss, die wir verballern, nur um die Typen da umzunieten. Okay. Hängt da so friedlich rum. Lassen wir mal ganz kurz hängen. So, die langen Gesichter. Ein bisschen Licht an. Was liegt da drüben? Liegt da was Schönes? Ja, da liegt was. Was ist das? Was ist das? Spritze! Oh Gott, ja. Komm, mach eine kaputt. Lieber ein Streichholz verschwendet als ein Dings. Als mehr Schuss zu verschwenden. Ist aber klar, dass der aufsteht. Aber naja, gut, okay. Wir haben die Spritze dafür bekommen. Durchaus fairer Deal, will ich meinen. Und die Schuss, die wir jetzt verschwendet haben, haben wir sogar noch drin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir uns wieder raus, hier aus dem Kapuff. Ich will ja auch nicht länger als nötig bleiben. Der Typ ist ein Monster. Er kann durch mich durchgehen.
ich will nicht mehr mit ihnen arbeiten. Vielleicht ist der Schrank auch offen, dann können wir uns die Munition einfach so nehmen. Das wäre natürlich super. Nein, natürlich müssen wir die Tür einschlagen, weil die natürlich nicht einfach mal aufmachbar ist. Nein, man muss sie einschlagen. So, machen wir mal Licht an wieder. Das sieht schon cool aus, ey. Das erinnert aber wirklich sehr stark an, an die ganzen Silent Hill Ableger und sowas. Und also da muss ich sagen, haben sie sich. Ich finde, das Spiel macht wirklich Spaß. Es baut vielleicht nicht ganz so die Atmosphäre von Alien Isolation auf, aber ich finde, das Gameplay ist wesentlich fairer. Weil, naja, klar, vor dem Alien hat man dolle, hat man wirklich Schiss teilweise. Ich mach mal ein bisschen dunkel hier. Aber das ist jetzt kein Vergleich hierzu, finde ich. Also das sind zwei total verschiedene Genres, die man hier ganz schwer vergleichen kann. Okay. Was ist das denn? Scheiße. Alter, das ist doch... Das ist ein... Oh, ja. Sieht ziemlich komplex aus. Ja. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Ja, das wüsste ich auch gar nicht. Du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Okay. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ich gehe mal ein Stück weg. Mach dir keine Sorgen, ich stehe hier nur so aus Spaß. Wenn du in die Luft fliegst, dann weiß ich Bescheid. Oh Gott, das wird so passieren, bitte. Komm, die letzte, wenn er die Tür dann aufmacht. Ach nö, Alter, das war jetzt ja schon zu einfach. Ach, ich dachte jetzt, der fliegt wirklich tatsächlich in die Luft. Ich hab damit fest mit gerechnet eigentlich. Das wäre lustig gewesen. Ich schleich natürlich wieder. Oh nee, Cutscene. Beziehungsweise eine kleine Sequence. Scheiße, ist mit mir los. Ah, was haben wir denn jetzt schon wieder? Scheiße. Oh nein. Kacke, nein, 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 nein. Jetzt verwandelt er sich auch noch. Oh nee, Alter, warum? Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Kriegt er sich wieder ein? Nee. Also anscheinend noch nicht. Doch, doch. Er kriegt sich wieder ein. Alter, scheiße, was haben die denn mit dem gemacht, dass der so wird? Warte. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Alter, ich bin hier gerade so ein bisschen am... Boah. Okay, lass uns einfach hier an. Ja, bitte. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Krass, Alter. Ja. Zum Glück hat er sich wieder eingekriegt. Schweine habt, Alter. Aber richtig. Der hätte uns bestimmt ein Problem werden können, aber ich kann mir vorstellen, es kommt noch, dass wir gegen den kämpfen müssen. Genau, ab hoch hier. Okay, was haben wir hier alles? Ja, nicht viel, würde ich sagen. Aber, naja. Wenigstens kommen wir wieder hoch. Hoch ist meistens gut. Wobei auch nicht immer natürlich, aber meistens. Wer will schon freiwillig, weil ich kenne keinen Horrorfilm, der denn so geht von wegen oder so. Oh, wie der einzige so doch, okay. Ist natürlich fast immer so. Der einzige Ausgang, den wir haben, ist der Keller. Lass uns durch den Keller gehen. Ja, hier, zack. Haben wir jetzt wir haben tatsächlich volle Munition für die Schrotflinte. Wir laden nochmal nach. Dann können wir das auch mitnehmen. Und davon haben wir noch alles voll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen weiter. Was haben wir denn da? Sprengpfeil oder was? Jawohl. Gucken wir erstmal hier rein. Ist es etwa ein Speicherpunkt? Ich wäre sehr erfreut darüber. Ja, es ist ein Speicherpunkt. Dann können wir gleich mal speichern. Ein Teil skillen vorher und dann speichern, ne? Weil dann müssen wir es, falls ich wirklich sterben sollte, nicht nochmal machen. Leute, Alter, ernsthaft? Inspektor? Du dürftest doch langsam mal Peilung haben von dem, was passiert, wenn du in so einen scheiß Spiegel gehst. Weiß irgendwie anders ist als letztes Mal. Irgendwas... Wir können hier nicht laufen. Gerade, ich gehe einfach mal der guten Freund daher, danach gehe ich an den Ding... Oh Gott. Danach gehe ich an den... an einen dieser Kästen. Okay, was ist hier los? Können wir jetzt einen der anderen Räume da hinten betreten? Da hinten steht sie. Lass uns mal hinterher gehen. Vielleicht... Wer weiß, inwiefern das Story relevant ist. Was? Wer hat denn das jetzt gesagt? Hi. Na?
So Mäuschen? Viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Oh, scheiße. Wa? Alter, hat die da Blut dran? Alter, was geht ab? Ich will hier nicht sein. Darf ich wieder rausgehen? Ich gehe nochmal raus. Ich kann nicht mehr raus. Ich werde weitergehen. Gut. 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 Ach, das ist doch Leslie. Gut. 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 Das ist Leslie. Gut. Gut. Leslie, Alter. Was machst du hier unten? Gut. Also, unten ist gut. Was machst du hier? Und wieso hast du dich an, als ob du dich verwandelst? Blah. Ist er etwa der Böse in dem Ganzen hier? Oder ist seine Fantasie das, was hier so ein bisschen abgeht? Sie sehen gar nicht gut aus. Ja. Passen Sie auf sich auf.